Ich habe einen Vertrag mit Quizcom. Supi. Hola. Grüße dich, warte mal ganz kurz. Hey, die Officer, schönen Tag euch, ja? Und ebenso. Falls ich zu viel an die Telefon, ne? Nee, nee. Yeah. Das gleiche. See? So, und jetzt setzt er sich mit seinem Handy ans Steuer. Mhm. Und wir hinterher. Ich weiß ja nicht, so wie es dir hat. Ey, ihr habt eine Vorfahrt, ne? Ich weiß gar nicht, warum die Officer so viel Geld haben und sich die Quizcom leisten können. Also stehen bleiben! Seh schon, ne? Fahren Sie mal rechts ran! Seh. Oh, ich bin jetzt aufgestanden, ne? Sind Sie gerade mit Handy am Steuer neben Polizisten losgefahren? Handy am Steuer? Wo? Hä? Wer? Sie haben ja gerade während dem Fahren telefoniert. No, ich habe Schuss gesagt. Hast du das nicht geholt? Aber ich muss zugestehen, ich habe die Motor angemacht, ne, und bin... Straftat. Gefängnis. Wie lange? State Prison. Für immer. Ja. Warte mal ganz kurz. Ich muss den Vertrag auflösen schnell, ne? Nee, der wird weiter bezahlt. Ich habe die Telefongesellschaft genommen, Mann, was soll ich jetzt machen? Ja gut. Okay, ja, beim nächsten Mal Freisprechanrichtung, bevor der Motor gestartet wird. Was kostet das? Eine Freisprechanrichtung. Die? Sollte bei Ihrem getunten Fahrzeug damit drin sein, oder nicht? No. Oder ist das außen hui, innen fui? Du kannst ja mal reinsetzen, ne? Also außen ist ja okay, aber innen, ja. Das Tollste ist ja die Halterung für die Getränke. Moment, hier kommen noch Kassetten rein. Die? Kassetten? Ja komm. Ja, ey, mach mal an die Play. Setz dich mal rein, bitte. Deppa, drück mal auf die Play, ja? Da kommen Kassetten rein. Ja, so. Hast du schon gedruckt? Nee. Warte, ich drück Play. Moment, aber wenn dann nur eine Kassette drin ist? Also, ich setz so. Ich bin jetzt ein bisschen entsetzt, was sie für Musik hören. Oh, das ist ja das Einzige, was ich habe auf der Kassette. Ja, aber die ist doch bestimmt von beiden Seiten bespielt, oder nicht? Wenn du rückwärts spielst, irgendwie die Teufel quatscht mit dir, ne? Nee, du sollst es nicht rückwärts spielen, damit der Teufel mit dir quatscht. Du sollst die Kassette umdrehen. Wie, das geht auch? Ja, ich bin mal gespannt, was bei rauskommt, wenn ich die jetzt andersrum bei dir reinstecke. Okay. Hast du schon gedruckt? Ja, Moment, das hakt gerade. Ich muss sie mit dem Bleistift noch mal ein bisschen aufziehen. Da. 28 Stunden Check. Ich hab heute nichts verzeugt. Eieieiei. Also der Musikgeschmack ist ja super. Mach mal lauter. Was ist denn los mit dir? Ne? Oh, ich weiß das nicht, ob wir das lauter machen sollten. Das ist was für die Schäppi, ja? Ich hab heute nichts verzeugt, denn ich hab nur von dir jetzt... Ja, die ist irgendwie kaputt, die hat entsprungen, die Kassette. Leitstelle für die 28 kommt. Hört sie kommen? Befinde mich nun im Dienst und bräuchte eine Einteilung, gegebenenfalls würde ich auch Einzelstreife fahren, komm. Ja, check, fahren Sie Einzelstreife, wenn sich was ändert, sage ich Ihnen Bescheid, komm. Soweit verstanden, 28 Ende. Ihre Kassette ist leider kaputt. Muss ich jetzt in die Gefängnis? Nee. Also ich für den Musikgeschmack, ja. Ich habe das auch nicht kaputt gemacht, versprochen. Jetzt habe ich keine Musik mehr, ne? Hat er nicht gemerkt. Sie können versuchen, die Kassette nochmal umzudrehen. Vielleicht geht die da wieder. Oder Sie hören die rückwärts und beschwören den Teufel. Ja, richtig. Ja, lassen Sie sich da mal CD-Player einbauen. Ja, das wird es halt, ne? Oder was mit MP3, ja? Ja, richtig. Oder so ein USB-Stick. Oder Blu-ray. Beispielsweise. Nur, ich glaube, USB reicht, ja.
Aber nur legale Musik, ne? Illegal runterladen ist nicht. Oder Minidisc, kennt das noch jemand? Ja, das kenne ich auch. Yeah. Das war allerdings eher kurz auf dem Markt. Ja, das ist richtig. Ich sag Ihnen, wenn Sie sowas hier wie, ne, die Software mit dem Esel benutzen oder so, dann kommen wir Ihnen auf die Schliche. Richtig. No, ich hab nichts gemacht. Sind Sie sich sicher? Ich kann keine Computer bedienen, ne? Sie können keine Computer bedienen? No, deswegen ja die Kassettenplayer. Ne? Also Sie haben mir mal so Ihren Internetverlauf angeguckt. Interessante Seiten, die Sie da haben. Möchte ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit nicht preisgeben. Wo hast du denn meine Internetverlauf abgecheckt? Ja, also, naja, gibt ja da so Fachmänner bei uns im PD, die wissen alles. Man muss ja aufpassen, was ich als SMS schreibe. Ich weiß genau, dass sie ihre Musik mit KW Mule runtergeladen haben. Das ist richtig. Glaub, oder Quasar. Es ist schon spät, ich muss ja los. Ne? Ja, wenn, wenn wir ihnen das nachweisen können, naja. Wenn wir ihnen nachweisen können, dass sie Quasar benutzt haben, ne? Puh. Das möchte, aber, möchte ich nicht in die Haut stecken. Ja, das geht aber verdammt lange ins Gefängnis dann. Okay, ich gestehe, ich habe Pipi Langstrumpf runtergeladen. Einmal. Pipi Langstrumpf. Das Hörspiel. Haben Sie das nur für Ihren Eigengebrauch runtergeladen oder haben Sie das auch verbreitet? Ich glaube, jeder bei uns in die Hut hat das auf die Telefon als Klingelton. Achso, haben Sie das verbreitet? Ein bisschen, ne? Das ist nicht gut, das können wir nicht tolerieren. Haben Sie Ihre QuitTorrent-Funktion dabei an- oder ausgehabt? Ich verstehe nur die Spanische. Was erzählst du mir? Lassen wir ihn mit dem einen Lied. Ja. Wirklich? Wie gesagt, aber das ist nur das eine Lied. Es war auch nur Pippi Langstrumpf. Das ist ja, wie sagte man, das ist doch schon Kulturgut, oder? Ja, das ist richtig. Wie die Elvis Presley, ja? Also ich würde jetzt Pippi Langstrumpf nicht unbedingt mit Elvis vergleichen, aber... Ich weiß, Elvis ist fast so gut, aber... Pippi Langstrumpf ist eine Klassiker. Ja, das ist richtig. Nee. Und die roten Zopfchen sind die Sieger. Finden Sie? Finden Sie das attraktiv? No, Moment. Ich habe gerade das Gefühl, Pippi Langstrumpf ist eine von den Blatts. Da brauchst du das Gefühl. Der Herr. Nee. Zum Glück, dass hier noch Passanten sind. Aber ich pack sie jetzt hier mal im Kragen. Ist Pippi Langstrumpf bei euch in der Gang? Was für eine Gang, wir sind eine gemeingenutzige Organisation. Eine Gemeinde ist... Da muss er selber lachen. So. No, ich lache nicht. Ja. Ist sie bei euch in der gemeinnützigen Organisation? Wie sagt man, ne? Sie ist Ehrenmitglied, ne? Ja, da können wir einpacken. Ehrenmitglied. Da können wir einpacken. Soweit ich weiß, die Papa hat er gegründet, die Platz, ich bin nicht ganz sicher. Ja, ist denn der Papa von Pippi Langstrumpf? Das darf ich nicht sagen. Dürfen Papa Langstrumpf. Die Codename ist Karl-Heinz. Karl-Heinz? Nee. Ihr Codename oder sein Codename? Nee, ich heiße nicht Karl-Heinz. Ich bin einfach nur Javier. Ne? Nein, ich meine der Codename von Pippi Langstrumpf. Vielleicht heißt Pippi, vielleicht hat Pippi, deswegen Pippi, weil Frau mit, okay, ein Satz! Ja. Nein, dann sie wäre bei die Vagos, ey. Ach so. Haben die immer Pippi in der Hose? No. Achso, ich dachte. Hab ich sonst alles gut bei dir? Habt ihr viel zu tun, ne? Nö, gerade nicht, aber... Mir geht's gut. Du fragst, ob wir viel zu tun haben, während wir mit dir am Ali-Talk stehen und uns über Pippi Langstrumpf unterhalten. Das ist richtig. Ich mach nur Konversation, ne? Ich will ablenken von meiner, wie sagt der Mann? Illegalen Download. No. Ja, das auch. Ja. Also, ich habe nichts gemacht, ihr konntet mir nichts anhaften, ne? Noch mit dem Telefon, noch ihr macht zwei Augen zu. Dafür, ich rufe euch an, ne? Ja. Einen schönen Tag noch. Aus die Auto. Wiedersehen. Mach's gut. Ja, das war lustig. Eieiei. Ja. Pippi Langstrumpf. So. So, Steinchen-Gedöns wollten wir. Ja. Mal gucken, was da Phase ist. Jetzt, wo ich bei Quizcom bin. Ja.